Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute einen Viererpack Kinderüberraschungseier mitgebracht und die kennt ihr vielleicht schon auch aus anderen Videos von mir. Die haben wir nämlich schon mal gehabt. Das sind in dem Fall Barbie-Überraschungseier. Hier hinten drauf könnt ihr wieder sehen die verschiedenen Barbie-Figuren, die man so bekommen kann. Und ja, da ich noch nicht alle Figuren in meiner Sammlung habe, habe ich nochmal solche Überraschungseier besorgt. Vielleicht machen wir auch in Zukunft nochmal solche Eier auf. Also los geht's. Das hängt ein bisschen davon ab, was wir heute hier in diesem Viererpack Überraschungseier so finden. Ja, und wie immer, hier steht drauf, dass zwei Figuren garantiert sind. Also wir sollten zwei dieser Barbie-Figuren dann auch bekommen. Also, wie versprochen, das sind diese vier Überraschungseier. Und heute bin ich nicht alleine. Ihr habt schon gesehen, ich habe eine Assistentin dabei, nämlich Minnie Maus. Und gemeinsam mit Minnie Maus werde ich jetzt mal anfangen, das erste Ei für euch zu öffnen. Ich bin schon mega gespannt, ob wir vielleicht schon mal eine Barbie-Figur jetzt hier am Anfang bekommen. So, also die Schokolade kommt weg. Wie immer, das kennt ihr ja schon, denn wir wollen direkt an das Spielzeug, was sich hier drin verbirgt. Und hey, nein, das sieht nicht nach einer Barbie aus. Das ist ein bisschen was anderes, ein anderes Spielzeug. Ja, wie gesagt, hier sind zwei Figuren garantiert. Das heißt, es sind auch zwei Überraschungseier dabei mit normalem Spielzeug, also ohne Barbie. Und ich denke, das ist so eins mit normalen, nicht Barbie-bezogenen Spielzeug. Das ist ein kleiner süßer Schmetterling und den gibt es in verschiedenen Farben. In Pink, Lila ja, und Gelb. Und ich glaube, Rosa war da noch. Ich habe es gerade nicht so genau gesehen. Ist auch egal. Wir haben die gelbe Variante und ja, die machen wir ganz einfach zusammen. Ich kann mich erinnern, den Schmetterling hatten wir auch schon ein paar Mal in anderen Überraschungseiern gefunden. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, kennt ihr den vielleicht. Aber den hatte ich immer nur in Gelb. Ich habe den noch nie in einer anderen Farbe gesehen. Das ist schon so ein bisschen komisch. Also von denen, ja, habe ich bestimmt schon so 5-6 Stück. Ich weiß gar nicht genau. Aber halt immer nur in der gleichen Farbe. Ich hätte wirklich gerne mal die lilane Variante. Naja, okay. Sieht auf jeden Fall mega süß aus. Ich packe die Figur dennoch mal beiseite, denn ihr wisst ja, heute geht es eher um die Barbie-Figuren. Die sind mir heute wesentlich wichtiger. Wobei es natürlich auch nicht uninteressant ist zu sehen, was in den anderen Überraschungseiern ohne Barbie so drin ist. Also, ja, Minnie Maus meint, wir sollen das Ei als nächstes öffnen, also machen wir das doch. So, also drückt mir schon mal die Daumen. Wir haben nämlich hier unsere gelbe Kapsel. Und jetzt wird es wieder spannend. Und nein, im ersten Moment dachte ich, das wäre eine Barbie, weil ich ja was Rosanes gesehen habe. Aber das ist wieder etwas anderes. Ist aber auch okay, das heißt also in den verbleibenden zwei Überraschungseiern sind dann tatsächlich jeweils eine Barbie. Also es bleibt spannend. Aber wir schauen erstmal, was wir hier haben. Das sieht aus wie eine Figur mit einer Blumenblüte auf dem Kopf oder irgendwie sowas in der Art. Das... Ja, sieht so ein bisschen seltsam aus, ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich baue das nämlich einfach mal für euch zusammen und dann werden wir ja schon sehen, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht. Also, ich glaube, diese Blüte wird hier so drauf gesteckt. Ja, sieht aus wie ein Blütenhut oder ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Auf jeden Fall mega süß, eine super süße kleine Figur. Wie gesagt, mit einer Blüte auf den Kopf mit kleinen Sternchen auch drauf. Ja, also tolle Figur, auch wenn es keine Barbie ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir diese Figur schon mal hatten. Ihr wisst ja, ich packe immer so viele Überraschungseier hier auf den Kanal aus. Ich habe schon so ein bisschen den Überblick verloren, aber diese Figur sagt mir gerade gar nichts. Ich weiß nicht, wenn ihr mir eins meiner alten Videos nennen könnt, wo wir das schon mal hatten, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das kenne ich noch nicht. So, also, wir machen weiter mit diesem Ei und da sollte jetzt wirklich eine Figur von Barbie drin sein. Eine kleine Barbie-Puppe. Aber ob das so ist, das zeige ich euch jetzt. Und tatsächlich, na klar, das sieht ja definitiv nach einer Barbie-Puppe aus. Ja, die muss ich mal hier rausholen. Okay, und dann schütte ich das mal auf meine Hand. Das sind also die Teile, die man braucht, um das Ganze zusammenzubauen. Das sollten eigentlich nur zwei, drei Teile sein. Ja, und das ist unsere Barbie und der Name dieser Barbie ist Barbie Sporty Gym. Okay, Barbie Sporty Gym. Hier sind nochmal alle Figuren, die man so bekommen kann. Und diese hier ist unsere Figur, Barbie Sporty Gym. Aha, die sieht also sehr sportlich aus. Ja, Barbie scheint also viel Sport zu machen. Aber wie ist es mit euch? Macht ihr auch einen Sport? Seid ihr vielleicht in einem Sportverein oder macht ihr einfach in der Schule gerne Sport? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, wer von euch vielleicht, ja, ich weiß nicht, Fußball spielt, Gymnastik macht oder was auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare.
Und ich zeige euch mal die Barbie-Figur. Ist also super schnell zusammengebaut und sie hat hier so eine Sporttasche am Arm zu hängen. Ja, da kann man nicht so richtig sehen, ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, ja, ist ein tolles Spielzeug. Und dann haben wir noch ein weiteres Ei, das ist das vierte und letzte Überraschungsei. Und ihr wisst schon Bescheid, auch da sollte jetzt natürlich wieder eine der Figuren drinne sein. Okay. So, also Schokolade kommt beiseite. Und wir schauen mal nach. Was ist hier drin? Natürlich eine Barbie. Und das sieht schon mal interessant aus. Ich denke, dass das eine der Barbie-Figuren ist, die wir noch nicht hatten. Also auch in den letzten Videos, wo wir schon mal sowas ausgepackt haben, auch noch nicht hatten. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher. Ja, das ist nämlich Barbie Superhero Brunette. Okay. So eine Art Superhero Barbie. Und zwar nicht die Blonde, sondern die Brünette. Okay, hier ganz rechts oben kann man sie sehen. Relativ weit rechts. Genau dort. Das ist unsere Figur. So sieht das Ganze aus, wenn wir es dann zusammengebaut haben. Okay, also eine Barbie mit einem Superhelden kombiniert. Das ist mir auch neu. Es ist ja nicht direkt wie Superman. Ich weiß gar nicht. Ist sie eigentlich einen echten Superhelden nachempfunden? Sieht so ein bisschen aus wie Batman oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, mit der Augenbinde und den Umhang. Okay. So, ich muss das hier nochmal feststecken. Auf den Ständer, damit sie auch stehen kann. Und genau, das ist unsere Figur. Das ist unsere Barbie Superhero Brunette. Und das ist unsere Barbie Sporty Gym. Ah, ich sehe, die hat gerade ihre Handtasche verloren. Ist auch nicht so schlimm. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, ich muss sagen, die Superhero Barbie, die gefällt mir am besten. Zumal ich glaube, dass wir die auch noch nie hatten. Aber was ist eure Lieblingsfigur für heute? Ist es eine dieser beiden Barbies oder ist es vielleicht auch ja, eins der anderen beiden Spielzeuge, die wir hatten? Ihr wisst schon Bescheid. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich zeige euch nochmal hier die Box, die Schachtel. Hier kann man nämlich nochmal sehen, dass wir diese Figur haben und natürlich auch unsere Superhero Barbie. Also Sporty Jim und Superhero Brunette. Und ja, also lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal auch abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und anderes Spielzeug auspacken. Bis dahin. Tschüss.